Herzlich willkommen, meine Freunde, zurück zu Lego Harry Potter. Die Jahre 1 bis 4. Wir befinden uns zurzeit im Feuerkelch. Das bedeutet, wir sind im Jahr 4 und haben bald das erste Spiel durch. Und wir müssen noch da rein. Okay. Ah. Warte, ich stelle noch eben was ein. Wo war das hier? Ne, das war die falsche Taste. Hier, Extras. Wir haben uns doch hier was Schönes gegönnt. Und zwar doppelte Punktzahl. Mal 4. Guck mal, wir kriegen jetzt nicht so viele Punkte. Okay, vielleicht hierfür jetzt nicht so. Junge. Ah, wo haben wir denn hier? Wingardium Leviosa. Komm, gib mir einen Punkt, dann kann ich das zeigen, wie viele Punkte wir jetzt kriegen. Wow, der gibt mir gar nichts. Okay, okay, wir gehen einfach weiter. Ach, wir müssen hier hoch. Okay. Hallo? Ja, danke. Mein Gott, ey. Wieso geht das denn nicht so schnell? Sollte schneller gehen. Unerhört. Okay. Achso, wir müssen weiter hoch. Wir müssen hier gar nicht rein. Okay, verstanden. Ich gehe weiter hoch. Was haben wir hier denn? Peng. Das war ein Punkt. Habe ich das aktiviert? Ich gucke nochmal nach. Jetzt habe ich es aktiviert, oder? Habe ich es aktiviert? Ja, ne? Da scheint gerade mal 8. Nee. Jetzt? Jetzt? Nee. Jetzt? Ja, mal 8. Okay, gut. Ja, hallo, kannst du mal hier was machen? Ja, mach hinne. Mein Gott, ey. Worauf warten wir hier immer? Ich weiß doch gerade gar nicht, wo wir hingehen. Ich muss gerade überlegen. Wo könnten wir gerade hingehen? Vierter Teil, Feuerkelch. Was kam denn danach? Kam danach nicht direkt der Friedhof? Wir haben doch danach doch gar nichts gelernt, oder? Da will ich mir das ein. Was will ich die Klinge da nutzen? Habe ich? Ja, habe ich. Okay, gehen wir mal rein. Ich war hier, glaube ich, noch nie drin. Wo bin ich hier? Muggelkunde. Oh. Oh, also hier? Hier war ich auch noch nie in meinem Leben drin, ganz ehrlich. Oh, Kaninchen. Hi, Kaninchen. Ich nehme dich mal mit. Ah, jetzt steht da mal 8. Jetzt steht da mal 8. Echt? Ich war hier wirklich noch nie drin? Das ist ja cool. Da ist ein Auto. Oh, da hinten ist ein Charakter. Den schnappen wir uns. Wer ist das? Ach, Mrs. Mason. Mrs. Mason ist die Muggel-Lehrerin, Professorin. Sehr, sehr cool. Das ist echt cool. Okay. Ah, hier gibt es eine rote Box. Interessant. Wo ist sie nur? Wir haben einen Briefkasten. Okay, da ist ein Hase drin, lol. Hase, wohin gehst du denn? Achso, wir müssen noch einen Hasen finden. Ja, da oben wahrscheinlich. Aber... wir müssen da hochklettern. I understand. So, das reicht ja so. So, ich bin da. Peng. Häschen, komm raus. Super. Und rein da. Was mit dir? Achso, dich könnte ich da auch noch einstellen. So. Tschüss, Auto. Oh, Goldstein, nice. Sehr schön. Oh, ich glaube, ich war hier doch schon mal. Ich habe das schon mal gesehen. Oh, was haben wir hier? Mrs. Mason. Achso, Mr. Mason, den Mann von ihr. Sehr cool. So, wir machen hier mal eben alles kaputt, weil hier gibt es irgendwo eine rote Box. Und die will ich natürlich haben, ne? Mit denen kann ich nichts mehr machen. Mit den Teekassen auch nicht. Was ist hiermit? Aha, da haben wir die rote Box. So, dich nehme ich natürlich mit. Und gib dich hier ab. Bitteschön. Bitteschön. Tschüss, Hedwig. Punktzahl mal 6. Ah, cool. Wir haben Punktzahl mal 8. Das ist besser. So, gehen wir weiter. Gehen wir jetzt mal hier die Hauptmission machen, ne? Oh, Alter.
Hey, was machst du denn jetzt da? Du Olle. Ich wollte dich nicht anzaubern, ich wollte dir diese zwei Irrwichte hier töten. Ich meinte, schlafen legen. So, hier. Jetzt mach hier inne. Ich hab dich gerettet. Ich hab dich gerettet. Oh, Alter, endlich. Endlich. Achso, zu Dumbledores Büro gehen wir. Ich kann mich halt nicht so erinnern, dass wir da jemals waren. Ah, doch. Doch, da hat, glaube ich, Dumbledore so gesagt. Hast du wirklich nicht dich gerettet? Dich da reingeschmissen? Wer war das dann? So, Schüler gefahren. Nice. Haben wir auch geschafft. Hi, Fang. Wieso ist Fang eigentlich hier im Bild? Naja. Da kümmern wir uns jetzt nicht drum. Ja, ja, ich komme schon, Herr Dumbledore. Ah, wir reisen, glaube ich, jetzt in die Zeit, oder? Ja, nee, doch nicht. Er zeigt uns das Labyrinth. Oh, los geht's. Ich habe Angst. Puh, du bist es nur. Komm, lass uns zusammenlaufen. Gut, wir sind nicht allein. Wir haben Cedric Diggory dabei, den viele sehr gemocht haben. Und ich glaube, bevor er bei Twilight angefangen hat, Robert Pattinson, war er, glaube ich, bei Harry Potter. Ich glaube, so herum ist die richtige Reihenfolge tatsächlich. Er wurde quasi in Harry Potter gefunden als tollen Schauspieler. Und unter anderem macht er jetzt, glaube ich, ist er jetzt Batman geworden. Ist auch riesiger Erfolg, ne, würde ich sagen. Von so einem Teenie-Schnulze zu, ne? Zu Batman. Das hat er schon gut gemacht, ey. Keine Frage. So, ich möchte aber wieder hier mein Wingardium, dankeschön. Muss ich jetzt hier rein? Nee, da komme ich da raus. Was ist, wenn ich hierher gehe? Okay, was muss ich machen? Da? Ah, okay. Da rein und dann da rein. So. Okay. Der war schon immer seltsam. Dieses Labyrinth. Ich weiß nicht, wieso ich immer erst noch irgendwas da anvisiere. So, weg mit dir. So, hier machen wir auch alles kaputt, ne? Für die Punkte. Wir wollen natürlich wahrer Zauberer werden. Und ich glaube, die Spinnennetze, die... Nee. Ich dachte, die geben uns diese 1. Oder weiß ich halt. Aber nee, das waren sie gar nicht. Das waren sie echt nicht. Boah, das finde ich ja seltsam. Egal, wir machen hier mal eben pure Zauberei. Wo ist mein... Da ist mein Megalium. So, die machen wir auch noch weg. So, wahrer Zauber. Och, so habe ich das so gerne. So gehe ich doch gerne durch die Level. So, wir machen das aber auch noch einmal weg. Aus Solidarität. Da, okay. Dann da und dann da. Da, dann da und dann da. Nochmal easy peasy, ey. Ach, ist das leicht. Machen wir alles nur kaputt, ja, ne? Komm. Ah, da. Ach, die Blumen sind das. Okay, cool. So, wir brauchen Lumos. So, bis jetzt hier. Oh, Alter. Hallo, geh weg. Alle weg mit euch. Super. Das ist so gesehen wie die Siegestraße von Kanto damals. Da konnte man dann auch nur immer weitergehen, wenn man die ganzen Sachen schon hatte. Die Zauber, also die VM-Surfer-Stärke, Zertrümmerer, Zerschneider und sowas. Und hier ist es jetzt das gleiche mit dem Zauber, mit den Zaubersprüchen. So, wohin muss ich? Ja, rechts. Links. Ja. Okay. Dann da. Rechts. Links. Da und dann hier.
Ah, guck mal, jetzt sind wir schon bei sowas hier. Okay, cool. Wir machen hier trotzdem mal alles kaputt. Sicher ist sicher. Oh Gott, ich weiß nicht mal, wie es hier gleich ausgehen wird, Leute. Also, ich weiß schon durch den Film, ne? Natürlich, und die Bücher weiß ich das natürlich. Aber ich weiß nicht mal, wie gruselig das jetzt gleich wird. Muss auch sagen, den vierten Teil, den mag ich nicht so. Ist nicht so meiner gewesen. Obwohl ich eigentlich so ein Turnier immer cool finde. Aber irgendwie mochte ich diese Aufgaben hier nicht. Drache-Dings war irgendwie, ja, war halt da. Das unter dem See fand ich auch seltsam, dass man da die Schüler in Gefahr bringt quasi. Die eigentlich gar nichts damit zu tun. Oh, was ist das denn jetzt hier? Okay. Ja, Harry, du brauchst hier dein Dings. Da haben wir ihn. Oh, weg mit ihm. Ich dachte, du hast Angst. Ach nee, du hast gar nicht Angst vor Lord Voldemort, stimmt. Fleur, Labyrinth-Aufgabe. Okay, cool. So, wir gehen mal weiter. Ja, alles hier wegmachen. Ich möchte ganz gerne mein Wingardium Leviosa wieder dabei haben. Super. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Und dann, dass die ganzen Schauspieler lange Haare hatten, ja. Wegen Justin Bieber, quasi. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hat mich der Film auch nicht wirklich angetan zum Zuschauen. Also, ich habe den wirklich, glaube ich, am seltensten von allen Teilen gesehen, tatsächlich. Und ich glaube, es war sogar der längste, zumindest im Kino. Es gab zwischendrin eine Pause, ja, was ich richtig kacke finde. Ich hasse Pausen, wenn im Kino. Also, wirklich. Ich brauche da keine Unterbrechung. Mein Gott, ey. Sollen sie sich in die Hosen machen? Meine Meinung. Naja, so schlimm finde ich jetzt Unterbrechungen auch nicht, aber ist trotzdem nervig. Ist so ein bisschen wie Werbung, ja? Auch wenn es nur eine ist. Und meistens gehen die an 15 Minuten da im Kino. Dann denke ich mir auch so, oh, ich habe jetzt aber keine Lust, hier 15 Minuten zu warten. Ja, weil ich natürlich wissen will, wie es ausgeht und so, ne? So, Lumos hier geht weg. Dankeschön. Nee, du sollst einfach nur den anderen Zauber wieder anwenden. So. Blumi, Blumus, Blumigus. Orchideus heißt der Zauber. Ich weiß, ich weiß. Aber der macht ja nur eine Orchidee. So, da haben wir nochmal eine Blume. Oh, da haben wir ein Teil. Wie kommen wir denn darüber? Gibt es irgendeinen Trick, wie ich darüber komme? Ich meine, ich kann nirgendwo hochspringen oder so ähnliches. Oh, doch. Nee, kann ich leider nicht. Ah, da aber. Hier vielleicht. So? Ne, geht aber nicht. Geht echt nicht. Ja, da gehen wir gleich hin. Wir gehen erstmal jetzt hier gucken. Und machen jetzt das hier kaputt. Kaputt. So, hier, Blume. Achso, die geht nicht. Du aber. So, ihr Kürbisse hier. Was habt ihr denn zu bieten? Nichts richtig. So, wie kommt man hier rüber? Ich weiß es nicht. Okay, das hier kann ich auf jeden Fall nichts machen. Dann müssen wir jetzt hierher. So, hier, Immobilius. Immobilius. Wir haben auch nichts mehr. Hüpfen wir mal dahin. Ach, ein Wegweiser ist das, oder? Hm. Hätte lieber die andere Tür geöffnet. Schade. Naja. So, ist hier noch was? Ist ja meistens so, dass hier irgendwas neu ist. Oh, ich finde Labyrinthe mal cool. Ich mag sowas. Ich habe damals gerne das verrückte Labyrinth gespielt. Auf dem PC, aber das war nie so cool. Habe ich immer gewechselt auf hier. Ein Königreich für ein Lama, das Spiel. Das war schwer. Also ich habe zumindest schwer als Erinnerung. Und es war auch extrem nervig. An manchen Stellen. Ich kann mich noch laufen, wo ich da irgendwie diese scheiß Kinder mit diesem Lama da einfangen musste. Ich musste ihnen die ganze Zeit den Weg abschneiden und sowas und das war echt anstrengend. Anstrengend. Aber mehr von dem Spiel weiß ich auch gar nicht, weil das hat mich so ein bisschen traumatisiert. Und dann hatte ich noch so ein richtig cooles Rennspiel. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Da fuhr man mit einem Motorrad. Und das fand ich richtig cool. Da muss ich angreifen, oder was? Ja. Okay, gut. Hatte ich so ein richtig cooles Motorrad. Das war echt mega geil.
Erstmal weg mit euch. Super. Roadwish oder so? Oh, ich weiß es nicht mehr. Habe ich auf jeden Fall extrem gerne gespielt. Fand's auch cool, dass meine Mutter damals einen PC hatte. Und somit bin ich ein bisschen ans Gaming gekommen. Ein bisschen ist gut. Mein Opa hat dann mir irgendwann den Game Boy Advance SP geschenkt. Ach nee, Game Boy Advance. Warte, fail. Den Game Boy Color hat er mir geschenkt mit Pokémon Silber. Und wow, ich bin ihm sowas von dankbar, dass er mich in dieses Pokémon-Universum da reingeführt hat. Ich habe überhaupt kein Tier. Ne, ich habe kein Tier, ich kann da nicht hin. Sorry, was ist das da eigentlich? Spinne plus Sphinx. Spinne. Was war das hier? Spinne, wo haben wir hier denn eine Spinne gehabt? Da geht's wieder zurück. Ich gucke gerade die Spinne tatsächlich. Ah, die ist bestimmt da drunter, oder? Kann das sein? Es kann sein. Oder ist hier irgendwo noch ein Spinnennetz, das ich nicht gesehen habe? Nee. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir einfach weiter. Nee, sorry, keine Spinne für die Things. Oh nein, da haben wir dieses hässliche Viech. Egal, Lumos. Und dann? Achso, greift das uns nicht an? Nein? Nee, tut es nicht. Cool. Aber ich... Ah, so kriege ich die Spinne. Ah, okay. Wie haut ihr jetzt schon ab, oder was? Oh Gott, die springt jetzt. Richtig ekelhaft. Im Real Life würde ich abhauen. So, bah. Einfach nur. Hier, nee. Och, ja, ihr könnt da hinten herumhüpfen. Ich gehe noch eben hier gucken. Können wir das kaputt machen? Nee, okay. Hier haben wir aber nichts mehr, wie ich sehe. Oh, wir laufen einfach mal entlang. Super. Dann Lumos. Wingardium Leviosa. Genau, so bin ich durchs Gaming gekommen und ich bin richtig froh, dass ich Pokémon dann für mich entdeckt hatte. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. So, da haben wir den magischen Pokal. Okay. Haben wir hier denn noch die andere Teufelsdinge hier irgendwo? Eigentlich müsste die ja hier noch irgendwo sein. Eigentlich. Aber es scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Na gut. So, hier hole ich noch eben die Blumen raus. Nee, da kommt keine. Okay. Dann gehen wir zu dem Pokal. Oh, wo sind wir hier denn? Hä? Ah! Hilfe! So, Totenkopf in meine Hand. Bitteschön. Und jetzt du, Harry. Wie, meine Brille? Oh, Baby Lord Voldemort auch rein. Yum. Oh, die Brille? Die brauche ich nicht. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss. Oh Gott. Ich meine, ich wollte hier eigentlich erstmal hier. Nee, was? Zurückgebiet. Achso, Y. Super. Ich wollte eigentlich hier gucken, was ich damit machen kann. Cool. Ja, cool. Ja, boah, lass mich doch in Ruhe einfach. Oh, Y. Was ein leichter Fight. Kann ich auf jeden Fall zugeben. So, das machen wir mal kaputt. Hier haben wir. Den können wir tanzen lassen. Sehr schön. 1 von 3. Oh, 1 von 3. Nee, ich will nicht. Oh, ich will doch nicht. Egal, okay, dann lassen wir das. Mach ich irgendwann anders. Oh, Harry! Ich kann euch Zeit geben. Verschwindet! Ah.
Oh, eine Bauanleitung. Komm mit, Harry. Hihihihi. Expelliarmus. Oh, doch nicht. Super wahrscheinlich. Ah, hallo? Hä? Hallo? Ich werde abgeschlossen, Freispiel freigeschaltet. Super, Leute! Damit haben wir, glaube ich, den vierten Jahrgang fertig. Wir haben ein Hauswappen leider nur gefunden. Ich wusste nicht, wie man zum anderen hinkommt. Aber wahrer Zauberer sind wir natürlich auch locker easy geworden. Das gibt nice Stats. Oh, Junge. Und Schülern gefahren wir auch noch geschafft. Sogar zwei, glaube ich, oder? Waren zwei? Nee? Okay, dann nicht. 70. 71. 72. 72. Geil. Geschichte fortsetzen, damit wir das Jahr noch beenden. Oh mein Gott. Tschüss. Tschüss. Sie heißt außerdem Olymp Maxim. Puh, sie stinken. Ah. Riecht doch normal. Da, 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 da. Hallo, Harry, komm. Oh, One kommt auch. Tschüss, Sturmstrang. Tschüss, Biotibaton. Biobaton oder so. Alter, dieser Name auszusprechen ist auch. Ja, Leute, das war's mit Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir sehen uns dann. Wann kommt Harry Potter? Ich habe jetzt Videoplan gemacht. Einen Zeitplan, aber es ist gerade so dunkel, dass ich hier nichts lesen kann. Am Freitag kommt dann Harry Potter und dann sind wir im fünften Teil tatsächlich. Da freue ich mich auch sehr drauf. Den Teil habe ich, also ich habe glaube ich 5 bis 7 noch nie durchgespielt. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habe ich es auch einmal durchgespielt, aber wirklich nicht öfters. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Spiel hatte. Naja, egal, wir sehen es dann, ne? Also, haut rein, Leute. Bis dann, euer Kamito. Haut, ja, bis dann.